Willkommen zurück bei uns auf dem Leimhof. Das wird es etwa mal geben, Frühling, dass ich euch etwas anderes zeige. Nicht nur Sachen von unserem Hof, sondern auch von anderen Höfen. Heute bin ich unterwegs ins Nachbardorf zu der Familie Rickenbacher. Sie züchten Zander. Ich bin unterwegs zwischen Zeglingen und Weislingen im schönen Oberbaselbiet. Hügelige Zone. Das Dorf ist gut 2 Kilometer weg von uns. Bauern bei uns im Baselbiet sind durchaus innovativ. Hier oben sieht man eine Trüffelplantage. Und sonst ist es halt bei uns in dieser Region sehr schwierig, jetzt ackerbautechnisch innovativ zu sein, weil hier ist einfach hauptsächlich Hübel und Gras. Und was macht man am besten aus Gras? Man produziert entweder Milch oder Fleisch. Die Tiere, die fressen das Gras, da entsteht daraus Milch oder eben Fleisch. Und nur durch den Dünger, den es gibt, über ihren Mist, können wir die Felder wieder düngen und so entsteht ein Nährstoffkreislauf. Für uns als Bauer eigentlich das Natürlichste der Welt, aber da ist noch wirklich viel Nachholbedarf bei euch, bei der Bevölkerung, dass ihr seht, warum wir das machen und wie wir das machen. Wir brauchen ein bisschen Licht heute. Heute sind wir unterwegs bei der Familie Rickenbacher, wie ich schon gesagt habe, in Zeglingen, das Nachbardorf von uns. Der Reto, der ist der Chef dieser ganzen Institution. Das nennt sich, könnt ihr vielleicht auch mal schauen, Zeglinger Zander. Hat er eigentlich eine Homepage, gell? Eine Homepage, ja. Zeglingerzander.ch. Heute geht es um Fisch, das hat nicht jeder Bauer. Die Tiere, das sieht man jetzt vielleicht nicht, wir haben Licht da, aber die Tiere die haben eher gerne ein bisschen dunkel, haben wir der Reto gesagt. Und die wohnen hier innen. In was für einem Gebäude sind wir hier eigentlich, Reto? Da sind wir eigentlich im alten Milchviehstall. Wir haben vor 20 Jahren haben wir aufgehört mit dem Milchvieh und haben gesiedelt mit einem Mutterkuhstall. Und hier war eigentlich lange immer eine Abstellkammer. Und vor 7 Jahren haben wir es jetzt angefangen zu nutzen mit einer Aquakultur. Wie kommt man denn auf die Idee, auf Fisch umzustellen? Das ist nicht die erste Idee, die einem kommt, glaube ich, wenn man irgendwie umstellen will, oder? Nein, das ist so. Also, mir ein Vater hat vor allem immer ein bisschen auf Obstbau gesetzt. Und ich war nie so begeistert wie er. Und das, alles, das kenne ich, das ist bei mir auch so bevor. Und es ist alles halt auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also wir mussten Bäume remontieren und ja, es ist halt auch nicht einfacher geworden. Und darum haben wir auf einen neuen Betriebszweig gesucht und sind dann eigentlich auf Fisch gekommen, weil wir schon immer ein bisschen gerne Fisch hatten. Genau, ja. Für Fisch braucht man auch Wasser. Wo verzieht ihr euch das Wasser? Wir haben es aus dem Leitungsnetz, also die schwimmen eigentlich im Trinkwasser. Es ist nicht das günstigste Wasser, aber wir haben eine gewisse Sicherheit durch das. Qualität? Weil einfach Qualität stimmt. Es ist Quellwasser zu Zeglingen, ja. Also ich hoffe, ihr seht das hier. Kannst du uns mal erklären, wie das hier genau funktioniert? Genau, wir haben im Ganzen in dieser Anlage 12 Becken. 4 grosse, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Und noch der Rest sind kleinere. Mit 7 Kubik und 3 Kubik Wasser. Das Ganze hat eine Strömung drin. Wir haben einen Ablauf, wo ja, in der Mitte fließt das Wasser wieder ab. Wir haben eine automatische Fütterung, wo die grösseren Fische werden alle Stunde einmal gefüttert. Vom 6 Uhr morgens bis um 10 Uhr Nacht. Mhm. Und in der Nacht haben sie auch dunkel drin, also es ist Tag-Nacht-Rhythmus. Ja. Dass es eigentlich möglichst wie draußen ist, ja. Der Fisch hat allgemein gern dunkel, oder warum ist das so, dass es dunkel ist drin? Ja, also man sagt halt vom Zander, dass er irgendwie auf 6 Meter sich am wohlsten fühlt draußen. Ja. Und dort ist es halt relativ dunkel, ja. Also es ist nicht wie eine Forelle, die in den Bach rumschwimmt oder so, ja. Da geht ja nicht nur Futter vorne rein, da kommt ja auch wieder etwas hinten raus. Genau. Also, wie ist jetzt, wenn die auf gut Deutsch gesagt schiessen,
Wo geht das noch heran? Genau, das geht eigentlich in der Mitte, saugt es ab durch das Rohr. Dann geht es in den Kreislauf zurück durch einen Trommelfilter, wo das Wasser gesiebt wird, wo eigentlich die Feststoffe dann draus nimmt. Es geht in eine Biologie, wo das Wasser wieder aufarbeitet, weil die Fisch scheidet Ammonium aus. Das wird umgewandelt mit dieser Biologie in Nitrit. Und das Nitrat ist dann eigentlich wieder ungiftig für die Fische. Ja. Ja, also blöd gesagt, eine Kläranlage, die das Ganze wieder aufarbeitet, wo für die Fische wieder ungiftig ist, das Wasser. Ja. Wo kommen die Fische her, besser gesagt, und wo gehen wir sie hin? Wir kaufen die Fische mit plus minus 20 Gramm, kaufen wir sie ein. Von einer Schweizer Firma, also wir haben 100% Schweizer Fische. Ja, also ist nicht selbstverständlich, ja, in der Aquakultur. In knapp einer Stunde sind sie bei uns. Die kommen in so einen Wasser, also 1000 Liter Tank. Ja. Wir kaufen viermal im Jahr ein, also in alle drei Monate. Ja. Wir schwätzen hier natürlich auch noch ein bisschen neben der Kamera durch. Der Reto hat gerade erzählt, er hat eine UV-Anlage drin. UV-Anlage, für was ist die? Die tut eigentlich Keime abtöten mit dem UV-Licht. Eigentlich in jeder Trinkwasserversorgung hat es das auch. Ja, und dann ist eigentlich ein sauberes Wasser und gesunde Fisch. Genau. Was ist denn das? Die nennen sich Helix. Da hat man eigentlich eine riesen Oberfläche im Wasser. Und das ist eigentlich der Lebensraum von diesen Bakterien, die das Wasser aufarbeiten. Also das sind gute Bakterien, die wir haben. Die tun das Wasser, eben, wie ich vorhin gesagt habe, wieder aufarbeiten. Mit diesen Pumpen wird alles das System durchpumpt, sozusagen. Genau, wir haben eine Umwälzung von gut 80 Kubik Wasser. Also 1,5 Mol in der Stunde tut es knapp umwälzen. Ja. Ja, wir haben zwei Pumpen, wenn eine hingehen würde. Es ist eigentlich immer alles ein bisschen doppelt abgesichert. Irgendwann ist es dann so weit und die Fische sind genug schwer. Und dann nachher geht es Richtung Schlachtung. Auf was musst du schauen, bevor du einen Fisch schlachten kannst? Das Ziel ist eigentlich, dass unsere Fische so zwischen 700 und 800 Gramm Schlachtgewicht haben. Dass sie das in diesen 12 bis 15 Monaten erreichen. Und dann werden sie halt fachgerecht betäubt. Also das gehört auch dazu? Das gehört halt einfach dazu. Und da sind wir zwei beide im gleichen Boot, das ist bei unseren Kühen so. Also gut, ihr habt auch Mutterkühe. Genau. No, wir auch. Und wer Fleisch isst, wer Fisch isst, muss damit klarkommen, dass es Tier stirbt. Das ist einfach mal so. Also wir haben das gleiche Gerät daheim, um Kartoffeln zu schälen. Genau. Und was macht das? Das ist eigentlich Schubmaschinen, die müssen nutzen. Ja. Also wir tun hier 20 Fische rein. Dann tut das so drehen und tut eigentlich miteinander reiben und am Wand reiben. Und dann tut es den Fisch schon recht gut entschuppen. Ja. Also das müssen wir jetzt sagen, der Fisch ist vorher tot. Der ist natürlich tot, dann, ja. Der ist dicht tot. Genau. Ja, der spürt das nicht mehr. Und dann geht es weiter? Dann tun wir es noch von Hand fertig schuppen. Dann haben wir so ein Ding, das man wirklich über den Fisch, über die Haut treiben kann. Dann fliegen die Schuppen davon. Ja. Tun sie ausnehmen. Tun wir sie nachher auf Eis legen. In die Kiste rein. Dann filetieren. Und dann tun wir eigentlich nach Kundenwunsch, aber meistens für den März so zwei Päckchen. Oder ein Päckchen oder ein Kilo oder was halt einfach gewünscht ist. Meine halbe Verwandtschaft geht fischen, ich nicht. Und dann erzählen die immer vom Filetieren und ich habe keinen Plan. Ich glaube, den meisten Leuten geht es auch so, ein Bauer oder nicht. Fisch filetieren, wie macht man das? Also zuerst, hä? Genau, legt halt natürlich die Händchen an. Wir haben hier den Fisch, eben, der ist halt jetzt maschinell geschubbt worden, darum ja. Sind halt die Flossen auch nicht mehr wirklich schön. Also wenn wir einen ganzen Fisch verkaufen, dann tun wir ihn wirklich von Hand schuppen und dann sieht er auch noch viel schöner aus. Ja. Aber ich mache eigentlich wirklich hier den Rückenschnitt machen. Das ist halt immer ein bisschen der Vorführeffekt. Wenn ich allein bin, dann geht natürlich alles viel besser. Das ist logisch. Aber mittlerweile habe ich wirklich halt davon, ja, sicher 10'000 Fische filetiert. Das ist jetzt schon alles, das zählt das schon einfach. Das ist jetzt eigentlich eins viele. Also da ist halt dann noch das Innending.
Der Zander ist schon, er ist relativ, ich finde ihn eigentlich einfach zum filetieren, weil er halt auch eine gewisse Größe hat. Der Rücken ist halt ein bisschen stabil. Ja, wie kleiner halt der Fisch ist, dann ist die Gefahr, dass du durch die Dinge runtergehst. Ja. Aber viel ist jetzt hier eigentlich wirklich nicht mehr dran. Das noch abschneiden. Halt ein bisschen schauen, dass es ein bisschen schön aussieht. Und dann hast du drin auch noch Gröte. Also hier sind noch eigentlich die, ja, die Rippi-Gröte. Ja. Und was sie jetzt noch hat, ist da vorne, hat sie je nachdem noch 2-3. Ja. Aber die lasse ich jetzt effektiv einfach drin. Meine Frau sagt immer über Fisch, dann nehme ich an, das teilst du die Meinung, langsam essen und genießen und dann ist das auch völlig unproblematisch. Genau. Also, über die Zunge gehen und da passiert auch nichts. Also, das ist auch nicht so. Auf der Flucht. Also, ja. Das ist auch Delikatesse. Ich habe 3 Kinder, die alle Fisch gegessen haben. Und man merkt es einfach gut. Man kann es wirklich mit den Gabeln auch im Teller ein bisschen. Und dann können wir sie gut führen. Ja. Ja. Wie verkaufen ihr eure Fisch? Du hast eine Plattform, um jetzt Werbung zu machen. Wo kann man die kaufen, wenn man die gerne mal ausprobieren würde? Genau. Also, wir haben einen Online-Shop eigentlich, mhm, auf der Webseite. Wir gehen auch wöchentlich auf Sissacher Bauernmarkt. Wir haben Restaurants, wir haben gewisse Läden, die nehmen. Man kann es jetzt bei euch im Internet direkt bestellen und wird zugeschickt. Genau, also wir tun auch jetzt neu ein bisschen verschicken. Wir sind es hier noch ein bisschen finden, suchen, aber... Sind wir auch dran, da sind wir alle im gleichen Boot, glaube ich. Im Moment schicken wir es sogar auf Biel, wir schicken auf Mühren. Also wir sind von schweizweit unterwegs. Unterwegs. Aber das Ziel ist eigentlich schon möglichst neu in der Region. Wenn ihr regionale Produkte unterstützen wollt, dann bestellt Rickenbach es mal Zander und probiert das unbedingt aus.